Okay, heute haben wir mal wieder etwas ganz, ganz, ganz Besonderes vor, Freunde. Und zwar hat der gute Pandadoxo, manche von euch kennen ihn ja vielleicht sogar schon, streamt auch selber, macht auch YouTube, ist auch aktiver Zuschauer im Chat und der einzige VIP hier, er hat einen eigenen Minecraft-Client gecodet, einfach so auf Fun-Basis und den schauen wir uns heute an, Freunde. Ich bin sehr gespannt, ich habe mir gerade, er hat auch ein YouTube-Video dazu hochgeladen, habe ich mir gerade das Ganze angeguckt, auf 1,5-facher Geschwindigkeit, denn der geldgeile Idiot hat das 10 Minuten lang gemacht, Junge, deine Client-Vorstellung. Dabei hast du nicht mal Werbung geschaltet, warum 10 Minuten? Nein, Spaß. Wir schauen einfach mal rein und kritisieren das Ganze, lachen Panda vielleicht auch ein bisschen für ein paar Sachen aus. Nein, das mache ich natürlich nicht. Wir schauen einfach rein. Hier ist erst ein hübscher Blackscreen mit am Start und sobald mein OBS das Ganze erkannt hat, nämlich jetzt, seht ihr das. Und zwar Docs Client 1.16.4 bei Docs Corporated. Docs Corporated. Warum? Der Client ist noch in der Alpha, also wenn da Bugs oder sowas mit dabei sind, gar kein Ding. Leider muss ich sagen, ich finde das Bild extrem ugly am Anfang, Panda. Sorry. Sorry dafür. Aber es ist Geschmackssache. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr es cool oder hässlich findet. Ich finde es leider nicht ganz so gut. Aber na, Panda findet es selber hässlich, meint er. Alles klar. Wir schauen ganz kurz im Singleplayer rein und danach spielen wir ein paar Minigames mit auf dem Pandadoxo-Server. Da machen wir dann eine kleine Bad Wars Challenge. Moin! Ganz wichtig, den Client, ich weiß nicht, ob man damit auf Gomme spielen darf. Viele haben das von euch ja mitbekommen bei dem Norris-Client vielleicht, der auch selber angecodet hat. Da durfte man ja irgendwie erst so nicht auf Gomme und er muss das, glaube ich, über Forge jetzt machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin da auch nicht ganz drin. Das gleiche wird, denke ich mal, bei dem Docs-Client sein. Also ich glaube, ich würde davon abraten, den auf dem Gomme-Server zu testen. Kann sein, dass man dafür gebannt wird. Ich weiß es nicht. Panda, wie sieht's aus? Weißt du's? Du hast den Client ja gemacht. Also wir fangen erstmal an. Man hat hier die hübschen Docs-Client-Settings. Wir haben Cosmetics ganz normal mit am Start. Da können wir uns hübsch machen. Zylinder. Kann man da nicht auch irgendwie die Farbe umstellen? Da, Zylinderfarbe kann man hier anpassen und alles. Machen wir, wie kriege ich lila hin? Da, das lila. Zack, machen wir lila. Ein Cape können wir machen. Cape auch mega cool. Er hat ein Schoko-Cape. Mega nice. Das müssen wir, wie wähle ich das? Wie? Ah, so wähle ich das aus. Schoko-Cape ist jetzt nicht das Hübscheste, aber nehme ich auf jeden Fall. Dann haben wir Slime. Da kann man die Farbe auch einstellen. Ich will rot sein für den Clickbait. So, da sind wir rot. Flügel kann man auch die Farbe einstellen. Machen wir einfach, keine Ahnung, das hier. Hab irgendwas einfach angeklickt. Rote Flügel, roter Slime und einen Schwanz. Ich fühle mich weird dabei, Schwanz zu sagen. Aber wir haben jetzt einen Schwanz. Ich bin Furry jetzt, glaube ich. Ja, egal. Wir gucken uns einfach den Rest noch an. Haustiere hat man auch. Wither, Panda, Pinguin, Drache, Ghast oder ein Klon von sich selber. Oder ein Schaf, wo man die Farbe auch einstellen kann. Wir nehmen jetzt den, boah, was finde ich hübsch, den Ghast einfach mal. Das HUD, da können wir FPS pingen, Koordinaten, Armor-Status, CPS, Serveradresse, Keystrokes und alles Mögliche einstellen und das Ganze anmachen. Dann seht ihr hier zum Beispiel, oben links hätte ich jetzt alles, habe alles gestackt. Wir können das hier ganz schön einrichten, wo wir was angezeigt haben wollen. Aber da ich das Ganze am liebsten ja mal clean mag und alles und die Anzeigen unnötig finde, machen wir jetzt alles aus. Und Name. Achso, dass man seinen Namen sieht. Perfekt. Also, Panda meinte gerade, er weiß nicht, ob man hierfür auf Gomme gebannt werden kann. Weil man hatte ja nur Cosmetics an sich. Und deswegen, aber gute Frage, ob das beim Norris Clan an den Dingens lag, dass man Spielergröße machen konnte. Aber der Client eignet sich mega gut für Singleplayer, zum Minecraft-Durchspielen zum Beispiel. Denn man hat hier sowas wie Pumpkin Overlay mit eingebaut. Das heißt, ihr klickt da drauf. Also, ich habe es gerade aktiviert. Wenn ihr euch jetzt einen Kürbis aufsetzt, dann sieht das ganz normal aus. Ist mega gut fürs End. Ja, wir haben Low Fire. Und zwar, wenn wir brennen. Sieht das Ganze so aus, wenn wir jetzt Low Fire aktivieren, sieht das so aus. Dann nimmt das nicht so viel vom Sichtfeld ein. Aber ich mag es, das Feuer zu sehen. Dann sehe ich heiß aus, deswegen lassen wir das an. Das Fadenkreuz kann man auch bearbeiten. Das ist auch ganz praktisch, das kennen ja auch viele von euch. Ihr habt einen TP drin, ihr hasst das Fadenkreuz von dem TP. Dann klickt ihr drauf, Fadenkreuz bearbeiten und könnt hier euer Fadenkreuz so einstellen, wie ihr es gerne hättet. Zum Beispiel, da, jetzt habe ich zum Beispiel ein wunderhübsches Fadenkreuz, wie man sieht. Und wir können auch noch unseren Namen auf RGB stellen. Da, jetzt sehe ich krass aus. Ah ja, das habe ich voll vergessen. Ihr könnt auch Punkt Help in den Chat angeben. Dann seht ihr hier noch Sachen wie das Gamma, was man hochstellen kann. Und zwar spielen wir das Event Angsthase. Je mehr Schaden man bekommt, desto schneller läuft man. Ja, bei dem Client kann man auch Punkt Killer 10 eingeben und dann kann man hacken. Das wär's. Ja, Item-Physics und so fehlen natürlich. Es sind nur bis jetzt nur Sachen, die er selber gecodet hat halt. Er ist ja auch mehr ein Joke-Client. Ich glaube nicht, dass Panda jetzt vorhat, den Client-Markt zu übernehmen, sondern er hätte einfach aus Joke gemacht. Die kassieren jetzt erstmal ein bisschen Schaden, damit ich schnell bin. Okay, 5 reicht mir. Wir gehen jetzt irgendwo rüber.
Bam. Ah, nee, ist zu langsam. Okay, 8er Speed sollte reichen. Weil guckt euch das an. Boah, Junge. Das ist doch ein Hackline, mit dem wir hier spielen, oder? Guck mal, wie schnell ich jetzt bin. Das Ganze kann man bis 20 hochstacken. Wir sind gerade bei Speed 9. Stellt euch mal vor, wie schnell man mit 20 wäre jetzt. Ich würde es auch gerne gleich noch auf 20 machen, aber es dauert zu lange. Ich muss halt fighten. Weil wenn ich fighte, kriege ich ja Schaden und werde ja auch automatisch schneller. Okay, let's go. Was machen die da? Team die? Fighten die? Ich gehe einfach mal hin. Die Team noch. Weg mit euch. Ja, schlagt mich. Dann bin ich schneller. Ist hier noch ein Bett? Warum haben die mich hier eingebaut? Oh. Nein, ich hatte 19er Speed. Hey, haben die ehrlich geteamt gerade oder haben sie sich gegenseitig gekillt? Ich glaube, die killen sich eigentlich gegenseitig. Aber irgendwie sah es auch mega weird aus. Punkt Safe Walk. Wir können keine Jokes dazu machen. Irgendjemand glaubt nachher wirklich, dass das ein Hack-Client. Ich habe ja einmal auch bei so einem 5-Arten-Video so getan, als ob ich hacke. Und es gibt jetzt immer noch manche Leute, die fest davon ausgehen, dass ich auf dem Hive-Server mal gehackt habe. Weil ich ja auch gebannt bin für Hacking. Obwohl das ja ein Fehlbann war. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ah ja, du hast ja auch auf dem Hive-Server gebannt. Gehackt. Vielleicht hacke ich doch. Ja, gute Runde auf jeden Fall. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und denkt auch gerne drüber nach, ein kostenloses Abo dazulassen. Dauert nur ein paar Sekunden und ist für mich ein Riesensupport. Und falls euch der Content irgendwann nicht mehr gefallen sollte, könnt ihr einfach wieder deabonnieren. Perfekt. Okay, komm, schlag mich. Nein, nicht mit der Pickaxe schlagen. Da sterbe ich doch. So, Versuch Nummer 2, aber ich werde keinen Schaden von ihm kassieren. Muss ich mir jetzt echt selber Schaden machen? Okay, komm, ich mache mir mal selber Schaden, damit ihr den maximalen Speed seht. Speed 4, 5. Oh, hä? Lol, okay, Panda schlägt mich einfach im Spectator-Mode oder was. Aber warte, du verprügelst mich. Das ist ja wie Cheating. Jetzt cheat ich ja wirklich so gesehen. Okay, maximaler Speed, Stufe 20 und voll gehealt. Keine Ahnung, wo das herkam. Vielleicht liegt es am Docs-Client. Und seid ihr ready? Let's go! Oh, warte, da. Leute, ich kann Goldbridge. Ich habe geübt. Ich kann sogar Incline Goldbridge. Heftig, oder? Okay, pass auf, wenn ich sprinte. Wo ist nochmal Bronze? Oh! Ja, der Speedbuff war zu krass für mich. Der hatte Kill-Aura, deswegen konnte er mich treffen. Eigentlich war ich zu schnell, um getroffen zu werden. Ich war so schnell, dass ich gleichzeitig in jeder Base war und gleichzeitig auch nirgendwo. Hey, das ist ja ein anderer, oder? Der hat keine Rüstung. Das ist irgendwie anders. Oh, hä? Ich war doch auf einem Block drauf erst noch und dann irgendwie nicht. Ich werde heute alles auf den Docs-Client blamen. Egal wie oft ich sterbe, ich sage einfach, der Client ist schuld. Warte mal. Tschüss. Hä, wo kommt er jetzt? Oh, ich habe den Chat gelesen, Junge. Wo kommen denn alle her? Oh, das ist der Letzte. Das ist Nox Vita. Gegen den habe ich YouTuber vs. Zuschauer gespielt letztens. Also gestern. Und ich muss mich jetzt rächen. Den machen wir fertig. Ich gewinne das Ding jetzt. Oh, shit, da ist er schon. Nein, ich habe mein Ding jetzt noch nicht ausgewählt gehabt. Mein Schwert. Ich sterbe. Egal, ich respawn instant. Du kannst mein Bett nicht abbauen. Du bist zu schnell. Das kriegst du nicht hin. Ich verprügle ihn einfach mit meiner Faust. Faustkampf. Faustkampf. Der schafft es nämlich nicht in meine Base. Ah, doch, hat er geschafft jetzt, oder? Yes, 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 yes. Stirb, bitte. Wo ist der hin? Lol, Alter. What? Nein, er darf ihn nicht runterkicken. Hä? Habe ich ihn? Ja, ich glaube, er ist runtergeflogen. Perfekt. Wenn man zu schnell ist, muss man die ganze Zeit sneaken. Weil jetzt bin ich ja schon so ultra schnell und es ist einfach Stufe 4. Okay, wir gehen zu Team Blau. Ist das überhaupt Team Blau? Oder ist das... Mein Bett ist weg, ich glaube es nicht. Wie schnell war der denn bei mir? Ich habe nicht mal genug Blöcke. Ich habe verloren jetzt. Und der schon hier? Oh, shit. Hä, laggt der? Nee. Hä, was macht der? Nein! Er ist durch meinen Block durchgebackt, weil er so schnell war. What? Ich hätte den Block geplaced, dann wäre er dagegen gerannt und ich hätte ihn runtergekickt. Aber stattdessen backt sich mein Block weg. Lag am Client, ist echt so. Ey, so ein Trash-Client, dieser Pandadoxo-Client. Ich hasse den. Wirklich, es gibt nichts Schlimmeres. Ja, ich hätte Punkt Fly eingeben müssen zum Fliegen. Ah, my bad. Wir machen einmal Doppelsprung als Event. Das ist mein Klassik. Also, das ist irgendwie mein Go-To-Event. Das mag ich am meisten. Was auch mega nice ist bei dem Client, wenn er Punkt Doppelsprung in den Chat schreibt. So. Dann steht da zwar unbekannter Command, aber jetzt habe ich meine Hex aktiviert, wie ihr gleich sehen werdet. Moment. Zack, zack, zack. Dann machen wir One-Stack und dann machen wir den hier. Bettentausch. Nice. Und das liegt definitiv am Client und nicht daran, dass wir das Doppelsprung-Event machen. Ich bin schon tot. Er hat Rüstung! Hacker! Ich habe mich selber gekillt. Wegen dem Client. Okay, und jetzt eine Tryout-Runde. Punkt
Try hard. Jetzt kann ich nicht mehr verlieren. Punkt Gamma minus 100. Punkt Gamma minus 1000. Punkt Gamma minus... Oh. Nice. Challenge. Minecraft, aber alles ist dunkel. Alles ist farblos. Alles ist Schatten. Minecraft, aber es gibt keine Sonne. Oh, sogar der Chat ist dann so... Oh. Der Dogs Client. Jetzt neu. Inklusiv mit Schwänzen. Bitte mach so Werbung für den kleinen Panda. Hast du den Slogan gelesen von Freaky? Der ist perfekt. Dann downloadet ihn jeder. Euch wird gesagt, ihr habt einen kurzen Schwanz? Kein Problem. Holt euch den Dogs Client. Bitte macht das nicht als Werbespruch. Reicht das jetzt? Ja. Bam. Was machen die denn da? Jungs, ihr habt einen Doppelsprung. Aber das Bett ist ja hier. Warte mal, pass auf. Bam. Hä? Ich habe ihn eigentlich gehittet. Das liegt am Client. Mann, Junge. Geh weg. Ich weiß, du willst mein Bett nicht abbauen, aber... Ach, ihr habt mir ein Herz gebaut. Wie süß. Ah, du hast mich abgelenkt. Wenn ich jetzt sterbe, deine Schuld. Dein Client und deine Schuld. Wir können nicht teamen, Panda. Dann werden wir gebannt. Ich weiß, es ist dein Server, aber trotzdem. Jetzt müssen wir fighten. Kein Teaming. Teaming verboten. Auch wenn du mir ein Herz baust. Ich mach das schon richtig. So, jetzt ist es, glaube ich, ein Herz. Okay, da hinten haben wir Panda. Und durch die Macht vom Dox Client kann ich jetzt... ihn hoffentlich... Nein, mein Bett wurde abgebaut. Mann! In der Luft! Nein, ich muss ihn in der Luft hitten, Leute. Aber ich darf das auch nicht verkacken. Okay, wartet jetzt. 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 Oh! Oh, oh. Panda, du darfst mich nicht runterkicken. Sonst ist dein Client kacke. Oh, oh. Junge, wo kommt er denn her? Oh, Junge, beide runtergeflogen. Alter, was war das denn? Es gibt nur noch Team Grün. Und der hat kein Bett mehr. Wo ist er denn? Wo bist du, Redstone Speaker? Ey, der spielt doch Hide and Seek mit mir, ich sag's euch. Maybe schreibt er auch noch. Der spielt ehrlich Hide and Seek, glaube ich. Komm her, Junge. Eins versus eins. Ich mach dich kaputt. Okay, jetzt finde ich ihn. Was ist das? Ah, ne, das ist die Fackel, die man sieht. Wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken. Okay, wir machen das Kamera wieder normal. Da ist er! Warte mal. Oh, man sieht ihn aber nicht. Doch, guck mal, man sieht so ein bisschen das Leuchten. Hat man gerade gesehen. Jetzt nicht mehr. Da, seine Rüstung. Seht ihr ihn? So ein Camper. Was macht denn? Nein, Base-Teleporter. Macht er nicht. Hä? Was ist denn mit dem Shop da los? Shit, der Shop hat mich viel zu sehr abgelenkt. Warum war der denn in der Luft? Was ist passiert? Okay, bis jetzt verlieren wir nur. Wir machen noch eine letzte Runde mit dem Client und ich zeige euch das beste Feature davon. Du hast, by the way, gewonnen. Oh, ich habe gewonnen jetzt, echt? War ich Team Rot? Stimmt, ich habe gewonnen. Oh, ich zeige euch trotzdem noch das beste Feature vom Client. Also das heftigste Feature vom Client ist Punkt Kill All. Und jetzt gewinnen wir die Runde. Der hat leider einen kleinen Delay. Panda, bitte kill jetzt alle im Game Mode. Dann sieht das aus, als ob das der Client wäre und man damit hacken könnte. Mach mal schnell. Oh, und schon sind alle gestorben. Seht ihr, wie heftig war der Client, bitte. Passt auf, nochmal. Punkt Kill All. Wie gesagt, kleiner Delay. Da! So schlecht. Punkt. Keine Betten. Jetzt müssen wir auch ein bisschen warten, weil der Client muss erst alle Betten abbauen. Das dauert ein kleines bisschen. Oh, er hat uns nochmal gekillt. Das dauert ein bisschen. Ah, warte, nein! Punkt. Keine Betten, außer Rot. So, jetzt baut er alle Betten ab, außer das Bett von Team Rot. Und das ist definitiv nicht Panda. Ignoriert das, was im Chat steht. Das ist definitiv nicht Panda, der jetzt im Game-Mode rumfliegt und alle Betten abbaut. Nein. Das ist legit. Genau, ist ein Anzeigefehler noch vom Client. Das muss noch gefixt werden. Ah, und Pandas Bett kann nicht abgebaut werden, ist so gecodet. Okay, und dann machen wir nochmal Kill All. Und schon leben nur noch Panda und ich. So, dann machen wir Punkt Game Mode 1. Da müssen wir auch ein bisschen warten, weil es muss erst die Serverdatenbank jetzt gehackt werden vom Client. Und es liegt nicht an der Streamverzögerung, dass Panda erst sehen muss, dass ich Game Mode haben will. Und da haben wir Game Mode. Dann fliegen wir rüber zu der Base hier. Bauen dann... Haha. Bauen dann das Bett ab und machen dann Kill All. Haha. Jetzt musst du dich selber killen. Ich meine, dein Client killt dich jetzt. Pass auf. Jawohl! Und so gewinnt man Bed Wars. Easy. Hä? Hat voll gelaggt. Ja, das waren auf jeden Fall mal richtig krasse Lags. Keine Ahnung, was da los war. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr weitere coole Videos sehen wollt, schaut doch auch gerne mal hier vorbei, Freunde. Wow, was für ein cooles Video, denn da habe ich gegen einen Zuschauer mit einem Hyping gespielt. Aber das war nach meinem 21-Stunden-Livestream. Danach habe ich 2 Stunden geschlafen, habe dann wieder gestreamt, war komplett tot den ganzen Tag und mega müde und musste dann versuchen, gegen einen Zuschauer mit Hyping zu gewinnen. Ob das geklappt hat oder nicht, erfahrt ihr hier. Klickt gerne drauf. Ich bin jetzt erstmal weg.
Tschüss.